Es ist schon wieder Sonntag, liebe Leute. Und was ist am Sonntag? Genau, Luxzeit. Und hier kommt die nächste Folge nach dem Intro. Ja, das war das Intro und ihr seid dabei bei Frag doch mal den Lux, Folge 10. Jawohl, wir haben es geschafft, die 10. Folge. Und was könnte es Schöneres geben bei der 10. Folge, als wenn man nicht auf dem Moped sitzt? Wie ihr seht, ich werde es jetzt mal ein bisschen zeigen. Wir gucken mal jetzt ein bisschen hier raus. Da, ihr seht, es ist herrlichstes Wetter. Es ist richtig geiles Moped-Wetter vor allem. Und wenn wir jetzt in die Richtung gucken, wird es auch nicht viel besser. Und genau, jetzt seht ihr nämlich, dass ich im Auto sitze. Ich habe mich nicht getraut, meine kleine Beta nochmal einzusauen vor Weihnachten, denn in Wirklichkeit schreiben wir gerade den 23.12. Also, ihr wisst jetzt schon mal, wann das Ding produziert wurde. Und das ist halt, ich glaube, wir hatten alle an dem Tag ein ziemlich scheiß Wetter. Und deswegen, ich bin auch nicht gefahren. Ich habe es kurz überlegt, aber ich dachte mir so, nein, du hast sie jetzt halbwegs sauber, jetzt sause nicht gleich wieder ein. Und dementsprechend gibt's heute, frag doch mal den Lux, ich habe es ja gesagt, an einem besonderen Ort. Und diesmal dürft ihr also in meinem Auto dabei sein. Ich hoffe, das ist okay. Und wie ihr gesehen habt, ich habe auch noch meine Handschuhe vergessen. Ein Unglück kommt selten allein, aber so ist das nun mal. Man muss damit klarkommen. Hier habe ich mein schlaues Buch und da schaue ich jetzt nämlich mal rein. Das mache ich jetzt mal kurz auf, weil ich kann mir diese Fragen ja nicht merken. Das ist, ihr müsst verstehen, ich bin alt. Ja? Ich bin jetzt schon ein sehr, sehr alter Lux geworden und dementsprechend kann ich mir nicht mehr alles merken. Und ich habe hier gleich schon, glaube ich, die erste richtig gute Frage. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Genau, der... Versuchen wir mal ein bisschen uns zurückzulehnen, ein bisschen gemütlich machen, sofern das hier geht. Der liebe Stormy, du bist ja auch immer fleißig dabei in der Gruppe und schön, dass du da bist. Und danke, dass du diese Frage gestellt hast. Der Stormy, ich weiß, das ist auch schon ein paar Tage her, also ich hoffe, du bist nicht böse. Wo und wie lernt man am besten Gearheads in Real Life kennen? Ja, das ist, glaube ich, auch so eine große und auch durchaus schwere Frage. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass die Plattform Planet Romeo, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, für den Start zwar ganz okay ist, aber meine Erfahrung, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass Instagram schon eine verdammt gute Möglichkeit ist, um den Erstkontakt, und das ist das Wichtigste, glaube ich, den Erstkontakt zu Gearheads herzustellen. Denn wenn du den hast, dann schaffst du das auch, die Menschen im Real Life zu treffen. Und zwar durchaus schnell. Also das haben wir ja jetzt schon erlebt, dass das passiert ist. Und ja, also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht irgendeine Lokalität, wo man hingehen kann und sagen kann, so, da hast du jetzt alle Gearheads der Welt. Das ist klar, das gibt es nicht. Aber es gibt natürlich mehrere Ansatzmöglichkeiten. Das eine ist zum Beispiel eben per Insta Kontakt mit den Gearheads aufzunehmen. Man erkennt sie ja eigentlich immer ganz gut da draußen. Sind ja oft eben auch Mopedfahrer und von daher, ja, Mut haben. Einfach anschreiben, würde ich sagen. Bilder liken kann auch manchmal helfen, wenn man ein bisschen schüchtern ist. Vielleicht nimmt derjenige dann tatsächlich zu einem selber Kontakt auf, aber macht das ruhig. Nehmt Kontakt miteinander auf. Ich würde sagen, 99,9% der Gearheads sind vernünftig drauf und die werden auch nicht dich wegscheuchen oder sowas, sondern sie werden sich mit dir unterhalten. Ob du denjenigen triffst, das ist natürlich wieder eine andere Sache, weil wir wissen alle, wir sind Menschen und Menschen sind durchaus wählerisch. Und man nimmt nicht jeden, man isst ja auch nicht jedes Brot oder man isst auch nicht jedes Mittagessen, was in der Kantine steht, sondern wir sind eben Menschen. Und Gearheads sind auch Menschen und eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist natürlich, wenn man seinen Mut zusammenfasst und zum Beispiel auf so ein Event geht wie die Gearblast. Ja, also man muss das halt sagen, die Gearblast ist weltweit gesehen, weil es sie ja nicht nur in Deutschland gibt, also sprich für Europa, sondern eben auch für England und vor allem auch für Amerika, ist es einfach die größte Veranstaltung dieser Art, wo du Gearheads treffen kannst.
Und deswegen sollte man schon in Betracht ziehen, wenn man sie treffen möchte, dann ist das halt wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, weil du alle treffen kannst, theoretisch, weil sie alle da sind. Also ich will jetzt nicht, alle sind natürlich gemeint, alle, die darauf Bock haben, ne? Es gibt natürlich auch einige, die darauf keinen Bock haben, die sich lieber nur privat treffen und sagen, also für mich, Gierblas, das ist Rudelbumsen. Es ist nicht so, ich weiß das, alle anderen, die wir da waren, wissen es auch. Aber es gibt nun mal Menschen, die haben diese Einstellung und das kriegst du auch nicht aus denen raus. Aber da schweife ich schon wieder ab. Also nutzt Gelegenheiten wie die Gierblas, die ist halt nur einmal im Jahr. Allerdings habt ihr halt ja die Möglichkeit, wenn ihr des Englischen mächtig seid, auch durchaus nach England zu fahren, was jetzt auch natürlich nicht geht, oder nach Amerika. Aber wenn das alles wieder geht, dann ist das eine Möglichkeit. Dann wäre natürlich noch eine Möglichkeit die Folsom. Auf der Folsom selber, also auf dem Straßenfest, kann man einige treffen in lockerer Atmosphäre. Und ich habe das so erlebt, dass also die Menschen, oder besser gesagt die Gearheads, sich da treffen und für den Abend verabreden. Ja, also das ist halt so, das Straßenfest ist ja irgendwann vorbei, ne? Das hört auf und dann geht es abends in den Clubs halt weiter oder man trifft sich privat im Hotel, whatever. Ist nicht ganz so schön, weil die Gearheads da schon sehr verteilt sind und das vorherrschende Thema doch irgendwo Leder ist. Und Leder ist zwar schön, aber jeder mag es in einer anderen Form und so wie es da präsentiert wird, in der Menge für mich ist es eigentlich nicht interessant. Also, dass du da MX Friends siehst oder sowas, das ist eher weniger. Ja, also solche Veranstaltungen sind halt wirklich die beste Möglichkeit, um jemanden kennenzulernen im Real Life, ein Gearhead. Aber wie gesagt, wenn man nicht so der Typ ist, der andere anspricht, auf solchen Veranstaltungen, dann nutzt halt wirklich das Internet, weil das ist einfach die beste Möglichkeit, eben den Erstkontakt herzustellen. Und wenn ihr den habt, ja, dann schaut halt einfach, was sich daraus entwickelt. Und ich sag ja, die wenigsten Gearheads werden nicht antworten, die meisten werden antworten. Aber ihr dürft natürlich auch nicht traurig sein, wenn einer mal sagt, weißt du bist ein lieber netter Kerl, aber ich habe jetzt nicht so wirklich Lust, dich zu treffen. Ich denke mal, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ihr werdet auch Menschen haben oder besser gesagt Gearheads haben, wo ihr sagt, naja, der ist zwar nett, aber den muss ich nicht treffen. Ja, und das hat nicht immer unbedingt was mit dem Aussehen zu tun, sondern das hat manchmal auch einfach nur mit der Freizeitgestaltung zu tun oder mit der Zeit oder. Ja, also nehmt nicht alles persönlich, wenn ein Gearhead mal Nein sagt, sondern hakt es ab. Hakt es ab und geht zum nächsten. Es gibt genug. Also ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass es genug gibt. Und ja, und wie sich herausgestellt hat, ist ja auch unser kleiner Telegram-Chat von Let's Talk About Gearheads auch eine ganz gute Möglichkeit, miteinander Kontakt aufzunehmen. Also, sofern es nächstes Jahr eine Gearblast gibt, und davon gehe ich jetzt mal fest aus, nachdem wir ja nun immerhin schon mal einen Corona-Impfstoff haben und hoffentlich nach dem Sommer alles wieder gut ist, so würde ich es jetzt einfach mal blumig sagen, wird es hoffentlich dann nächstes Jahr eine Gearblast geben. Und dann, liebe Leute, vor allem ihr aus der Gruppe seid angesprochen, dann will ich euch alle sehen, und zwar dort in Karlsruhe beim Star-Inn Hotel. Ich werde was organisieren und wehe, ihr seid nicht dabei. Dann kommt der Lux und holt euch ab und das wollt ihr nicht. Also nutzt solche Gelegenheiten. Ich kann es echt immer nur sagen, ich weiß, ihr hatet mich alle dafür, dass ich für die Gearblast schon wieder Werbung mache, aber sie ist einfach die geilste und beste Veranstaltung dafür, weil es 3 Tage sind, an denen sich Menschen treffen können. Und es ein Hotel gibt, wo fast alle absteigen. Und somit kann man auch im Hotel außerhalb dieser Veranstaltung immer noch genug Leute treffen. Und selbst dann, wenn man das nicht im Hotel macht, wenn man sich sagt, nee, ich möchte privat bleiben, egal, ihr könnt sie ja immer noch auf den Gearwalk treffen, ihr könnt sie auf dem Flohmarkt treffen und ihr könnt sie natürlich auch so in der freien Zeit treffen, ringsum. Es gibt genug Möglichkeiten dort und es ist einfach die beste Möglichkeit. Also Gearblast, aufschreiben, Ticket ziehen. Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wenn es losgeht. Und ich organisiere auch was. Das ist ja eigentlich in der Gruppe jetzt schon klar gewesen, dass wir da, denke ich, was machen zusammen. Und das heißt, ich werde da auch wahrscheinlich mal mit dem Hotel dann dementsprechend sprechen, sofern eben der Termin klar ist. Und dann werden wir uns alle knuddeln können. Ja? Und ich glaube, damit haben wir die Frage schon beantwortet. Also, ganz kurz zusammengefasst.
Planet Romeo, so lala, du triffst mal einen, aber sehr, sehr gute Möglichkeit, Instagram. Und beste Möglichkeit in meinen Augen ist definitiv die Gearblast. Und damit war es das schon. Die 10. Folge ist zu Ende. Leider, leider, leider. Ich bin auch schon ein bisschen traurig. Aber was das Geile ist, jetzt haben wir wieder 10 Folgen vor uns. Also sprich, nächste Woche mit Folge 11. Wo ich da dann bin, ja, das verrate ich jetzt natürlich auch noch nicht. Wie so oft. Ich wünsche euch einfach noch einen tollen Sonntag. Weihnachten ist ja jetzt vorbei, so gesehen. Ich hoffe, ihr seid alle reichlich beschenkt worden, habt die Feiertage schön durchgestanden, habt viel gekuschelt, habt die Zeit gut genutzt und ja, dann sehen wir uns in genau einer Woche um 18 Uhr, wie immer, bei YouTube. Euer Lux. Ciao, ciao. Wenn man seinen Mut zusammen macht, zusammensetzt, nein.